Ja, hallo meine Lieben. Das ist wieder mein Wochenrückblick und mein Wochenrückblick ist wieder mal leider nicht so positiv gewesen. Ich hatte sehr große Ängste diese Woche. Donnerstag war das, glaube ich. Da wollte ich mit keinem reden, wirklich mit keinem. Ich wollte abends nur noch ins Bett gehen und das ging nicht. Meine Schwiegermutter kam noch und dann, weil wir gerade zu Hause alles entrümpeln und so, habe ich gesagt, ich gehe in den Keller und mache da noch weiter. Und aufgrund meiner Angst habe ich das gemacht, ja, um ihr aus dem Wege zu gehen. Das ist nicht böse gemeint. Jedenfalls hat mich irgendwann meine Frau hochgerufen, weil meine Schwiegermutter mich etwas fragen wollte. Das wusste ich da noch nicht. Und bin dann hochgegangen und bin gleich duschen gegangen, auch wegen meiner Angst, ja. Das ist total blöd. An diesem Tag war sie sehr hoch. Wie gesagt, ich wollte mit keinem sprechen, konnte es auch gar nicht so. Ja, meine Antworten waren nur, ja. Nö, ich konnte nicht reden. Ich war wütig an dem Tag, mit Angst verbunden, vermischt. Wer das kennt, das ist einfach. Einfach dann lieber schlafen gehen. Und ich war dann sehr lange duschen und währenddessen hat dann meine Schwiegermutter im Wohnzimmer zu meiner Frau gesagt, dass ich nicht rauskomme, weil sie da ist, ja. Sie weiß das nicht mit meinen Ängsten, also vermute ich, dass sie eher meint, dass ich sie nicht mag oder dass ich nicht möchte, dass sie da ist. Ja, das hat mich schon verletzt. Ihr wisst, ich liebe meine Schwiegermutter sehr und dass sie so denkt, ja, ist auch verständlich, ja, weil ich nicht rausgekommen bin, weil ich lange geduscht habe. Ja. Aber ich möchte es ja auch nicht erklären mit meinen Ängsten. Ich weiß nicht, das empfinde ich nicht als vorteilhaft für mich, wenn ich ihr das erzähle, weil ich glaube, dann würde sie es weitererzählen zu allen anderen Verwandten, Bekannten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird sie es machen, keine Ahnung. Und dann wäre mir das alles noch unangenehmer, wenn ich nochmal auf ein Fest gehe, wo all die anderen sind. Ich weiß nicht, das möchte ich nicht. Dann würde ich da gar nicht mehr hingehen, weil dann hätte ich das Gefühl, mich gucken alle an, weil die das wissen und so, oder versuchen irgendwie mit mir anders umzugehen, ja, aufgrund meines Problems. Und das möchte ich einfach nicht. Deswegen möchte ich mit ihr darüber auch nicht reden und versuche so das Bestmögliche zu machen, ja. Wie gesagt, ich schaffe es noch immer nicht mit meiner Schwiegermutter ganz normal zu reden. Es gibt Tage, die sind besser und Tage, die sind schlecht. Und die besseren Tage, da kriege ich ein paar Wörter über meine Lippen, kann ein bisschen mit ihr reden, aber das ist noch immer nicht so, als wäre es meine eigene Mutter, ja. Wenn ich mich dran denke, wie ich mit meiner Mutter geredet habe und da war nicht so eine Barriere, so diese Angst halt, die ist nicht da, die aufgeregt hat, Angst, etwas falsch zu machen, etwas Falsches zu sagen, ja. Angst davor, sich zu blamieren vor der Schwiegermutter oder dass sie denkt, ja, dann bist du doof, aber. Genau davon muss ich wegkommen. Mir kann es egal sein. Wenn sie mich nicht mag, so wie ich bin, dann ist es ja nicht mein Problem. Und da muss ich irgendwie hinkommen, ja. Ich muss nicht jedem gefallen und so. Auch mal hier den Stinkefinger zeigen. Das ist wichtig. Jetzt nicht bei meiner Schwiegermutter, Gott bewahre, die ist wirklich sehr nett. Aber bei anderen, man muss nicht jedem irgendwie die gleiche Meinung haben. Ist ja auch langweilig. Man muss nicht jedem im Kram passen und überhaupt, wenn ihr auch die soziale Phobie schon seit der Kindheit eigentlich habt, dann. Irgendwie müssen wir weg davon kommen, sagen Scheiß drauf. Uns muss nicht jeder mögen. Wir müssen nicht uns vor jedem rechtfertigen, warum wir dieses und jenes tun. Wir müssen nicht die gleiche Meinung haben wie ein anderer. Wir müssen das tun, was wir tun wollen. Und wenn uns einer da nicht mag aufgrund dessen, dann ist es sein Problem, ja. So viel dazu. Auf jeden Fall, der Donnerstag war schlimm und die ganze Woche eigentlich auch. Ich freue mich auch nicht auf die kommende Woche, weil morgen Sonntag sind wir eingeladen zu einer Freundin von meiner Frau. Wir gehen zusammen essen. Was heißt, wir gehen zusammen essen? Ich fürchte, die bestellen das und wir gehen zu ihr nach Hause. Ich dachte, den Restaurant. Ich habe zugesagt. Ich habe von mir selber ja gesagt. Ich komme mit. Bereue ich jetzt. Aber es ist der richtige Schritt, wenn man Ängste hat, dass man eben auch nicht alles vermeidet. Deswegen, jetzt habe ich Angst, ja. Aber ich gehe mit hin. Ich muss mit hingehen, ja. Ich werde das auch nicht verhindern oder so. Also, ich werde das machen. Auch scheiße, wenn ich Muffensausen habe, ja. Ich weiß nicht, warum das gerade so extrem ist, meine Angst. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist nichts. Vielleicht, weil zu Hause voll das Chaos ist. Ja, wir entrümpeln. Es sieht überall katastrophal aus. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es ist wie ein Kriegsgebiet zu Hause. Das ist einfach schlimm für mich, ja, weil ich bin auch der Hausmann und achte da schon sehr drauf. Ich gebe mir da sehr viel Mühe und jetzt gerade ist es, als wenn eine Bombe eingeschlagen hat. Und das nervt mich und alles ist zu klein, ja, das merken wir gerade so. Wir haben so viel Anti-Sachen, wir können die gar nicht alle verräumen, weil der Platz fehlt. Das nervt, aber dass deswegen jetzt die Ängste schlimmer sind, weiß nicht. Es ist auf jeden Fall stressig zu Hause. Und am Montag dann auch noch, auch nicht so eine Lust, ja. Ich fahre zu meinem Schwiegervater mit meiner Frau. Und das wird auch, oh, ich hab Angst davor. Ich weiß nicht warum.
Ja, wenn er mich nicht mag, wenn ich so bin, wie ich bin, dann ist das so. Ich muss keine Angst haben, aber jedenfalls habe ich das Gefühl zurzeit sehr stark. Eine Zeit hatte ich es nicht so stark, jetzt ist es wieder da, ja. Leute, es kommt und geht einfach so. Mensch, ey. Wie sieht es bei euch aus? Läuft es momentan gut oder sind die Ängste auch hier und da wiedergekommen oder sind sie verschwunden? Erzählt mal ein bisschen von euch. Würde mich echt interessieren und ehrlich, das hilft auch anderen, wenn die sehen, hey, da hat jemand das gleiche Problem wie ich und hey, der hat das so und so gemacht. Wenn ihr auch Tipps gebt den anderen, weil, wie ich sagte, wir sind eine Community und wir sollten uns versuchen, gegenseitig aufzubauen, wann immer es möglich ist. Und daran können wir alle wachsen, wenn wir alle zusammen mitmachen, wenn wir nicht aus dem Fokus verlieren, was wir wollen, ein angstfreieres Leben. Mir ist das sehr wichtig. Ich habe so keine Lust mehr, ja. Das ist manchmal so stressig und einfach das ganze Leben ist damit so stressig. Jede Kleinigkeit, da pisst man sich in die Hose. Und es macht alles keinen Spaß mit der Angst, ja. Wie, ich gehe zu meinem Schwiegervater, der ist auch ein netter Mann und so, aber ich habe Angst und dann kannst du gar nicht, du kannst dich ja gar nicht darauf freuen. Wie willst du dich darauf freuen, ja? Hast du Angst, wenn der mit dir redet, dass du keine Antwort hast? So ist es bei mir. Und deswegen lasst uns weiterhin alle zusammenhalten und versuchen, das Beste draus zu machen. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, alles erzählt. Ja, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Ich hatte meine Schwägerin gesehen im Supermarkt und habe ihr nicht Hallo gesagt wegen meiner Angst. Das ist auch so. Ich hoffe, die hat mich nicht gesehen. Ey. Das wäre so peinlich. Ja. Dann denkt die gleich, warum ist der weggegangen? Ich mag sie nicht. Ah, ja, sowas denkt man dann auch, blöde. Aber ich würde schon denken, wenn ich jemanden sehe und der dreht sich auf einmal um und geht. Ja, ist halt so, kann ich nicht ändern. War halt so. Fluchtgedanke war da und den habe ich wahrgenommen und das dann gemacht. Da ging es kein Zurück mehr. Ich wäre am liebsten nochmal zurückgegangen, aber hey, das auch nicht, dass wir das, oder ich jetzt in diesem Beispiel nicht so ernst nehme, dann ist halt so, na und wen juckt es? Die Welt dreht sich weiter. Nicht alles zu der Person so ernst nehmen und bisschen Larifari sein, ja. Das war mein Wochenrückblick. Ich bin gerade an Zeitung austragen. Wir haben Samstag, 21 Uhr, irgendwas. Eigentlich wollten wir das früher machen, weil wir entrüppeln ging das nicht und jetzt kann ich hier noch alles austragen, habe auch gar keine Lust. Heute habe ich auch gar keine Lust, auch alles wegen dem ganzen Chaos, ich habe keinen Bock. Ich lasse das hier stehen. Sollen die doch alle kommen und sich das abholen, oder? Nein, Spaß. Also, ich wünsche euch nur das Beste vom ganzen Herzen und bleibt dran, ja? Macht was gegen eure Ängste, lasst nicht nach. Macht einfach weiter, ja? Aber auch nicht nur über das Thema Gedanken machen, Ängste, Ängste, Ängste. Wir müssen ja von wegkommen. Ja? Wir wollen davon weg, dass wir den ganzen Tag darüber Gedanken machen, warum das so ist. Irgendwie dahin kommen, dass wir uns keine Gedanken mehr machen. Ich weiß es nicht. Also, adieu, ciao. Hab euch lieb.